Hämorrhoiden sind Schleimhautpolster, ein ausgeprägtes Netzwerk von Gefäßen und sind Teil eines funktionierenden Schließmuskelapparats. Hämorrhoiden unterstützen den Schließmuskel beim Feinabschluss des Enddarms. Schon Kinder kommen mit ihnen auf die Welt und im Normalzustand befinden sie sich im Analkanal. Dazu Professor Antuber vom Klinikum Augsburg. Sie werden dann erst krankhaft oder sie verursachen Symptome, wenn die Hämorrhoiden ihre ursprüngliche Position, nämlich im Analkanal, verlassen und nach außen vorwandern. Und Symptome sind zum Beispiel Nässen, Juckreiz und vor allem, was die meisten Patientenbeschreibungen beschreiben, Blutungen. Hämorrhoidenleiden treffen alle Altersgruppen. Sie sind eine Volkskrankheit. Die jüngsten Patienten sind um die 20 Jahre alt. Die Beschwerden nehmen mit dem Alter zu. Rund ein Drittel der über 50-Jährigen leidet unter Hämorrhoidensymptomen, wie Nässen, Jucken und Blutungen. Ursache ist vor allem der Lebens- und Ernährungsstil in der westlichen Welt. Die Ernährungsgewohnheiten mit zu wenig ballaststoffreicher Kost, damit die Neigung zu eher Verstopfung, damit verbunden vermehrtes Pressen beim Stuhlgang, längere Sitzungen auf der Toilette. Und das führt dazu, dass im Laufe von Jahren und Jahrzehnten eben die Hämorrhoiden auch aufgrund einer nachlassenden Bindegewebsschwäche sich auf den Weg machen, wenn Sie so wollen, und den Analkanal, also den inneren Bereich des Enddarms, verlassen und etwas nach außen vorfallen. Mit einer Proktoskopie, der Spiegelung des Analkanals, werden Hämorrhoiden untersucht und dabei je nach Ausprägungsgrad in 4 Stadien unterteilt. Für die Klassifizierung ist entscheidend, wie weit die Hämorrhoiden in das Spiegelinstrument hineinfallen. Und wenn sie sehr ausgeprägt hineinfallen und auch den Analkanal verlassen, bei der äußerlichen Betrachtung des Anus, dann ist es ein Stadium 4. Wenn sie bei der Spiegelung ganz diskret nur beim Pressen in das Proktoskop hineinfallen, dann ist es ein Stadium 1 und die Stadien 2 und 3 bewegen sich zwischen diesen beiden Formen des Stadium 1 und des Stadiums 4. Hämorrhoiden sind also etwas ganz Natürliches. Doch verursachen sie ein ständiges Jucken und Nässen im Analbereich, ist es Zeit, zum Arzt zu gehen.